Die hat sich aufgehängt mit einem Gürtel in der Psychiatrie. Okay, wir waren zusammen auf einer guten Schule, Gymnasium sind wir gegangen und dann sind wir hier hingekommen zum Hauptbahnhof und dachten, wir probieren ein bisschen Kokain. Ich bin irgendwie auf der Straße geblieben. Hallo. Hallo, hi. Wir haben uns hier in Hamburg getroffen. Ja. Darf ich das wieder auf YouTube hochladen? Das werden viele Menschen sehen. Ja. Danke. Stellen Sie bitte vor, wie heißen Sie, wie alt sind Sie? Mein Name ist Sophia. Sarah Sophia Joanna eigentlich, aber ich habe Sophia mir ausgesucht, weil Namen sind komisch und Sophia fand ich am besten und das reicht eigentlich. Also Sophia. 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 Und wie alt? Fast 30, ich werde bald irgendwann 30. Am 9.9.1991. Das ist komplett synchron, ja. Also so, synchron? Synchron, also wie auch immer, also Paralleluniversum. Also komplett 9.9.1991. Also 991991. Sophia, bin ich geboren. Sophia, erzählen Sie etwas aus Ihrem Leben. Sie kennen ja das Thema, worüber es geht. Genau, und ich bin mit einem Loch im Herzen geboren. Aber es ist zugewachsen. Meine Mutter ist verstorben letztes Jahr. Die hat sich aufgehängt mit einem Gürtel in der Psychiatrie. Und ich lebe hier in Hamburg. Auf der Straße mehr oder weniger. Ich habe noch eine eigene Wohnung, 3 Zimmer, aber die werde ich verlassen. Ich male und schreibe sehr viel. Und ich nehme Drogen. Ich konsumiere allerdings kein Gras, das ist mir zu stark und zu schlecht. Mit wie vielen Jahren haben Sie das erste Mal Drogen probiert? 13. Was war das? Gras, Heroin, also alles eigentlich. Ecstasy, Kokain, ja, schon sehr früh. Mit 13 Jahren schon? Ja. Wie kam das dazu? Mein bester Freund Yannick, der hatte so blonde Locken und eine Lederjacke. Wir waren zusammen auf einer guten Schule, Gymnasium sind wir gegangen und dann wollten wir, wir mochten so gern Libertines hören, Pete Doherty und so. Und dann haben wir zusammen gesungen und dann sind wir hier hingekommen zum Hauptbahnhof und dachten, wir probieren ein bisschen Kokain. Dann haben wir hier irgendjemanden gefragt, weißt du, wo was ist, wo wir was finden können? Und dann haben die uns allerdings Heroin nur gegeben und keinen Koks. Und das haben wir dann geschnupft zusammen. Und es war Frühling und das war irgendwie ein gutes Gefühl so. Und er hat auch auf mich aufgepasst. Allerdings war er anders als ich. Er hatte eine stabile Familie und ist dann auch studieren gegangen. Und ich bin irgendwie auf der Straße geblieben. Also es war anders bei mir danach. Wo waren Ihre Eltern in diesem Moment? Haben die Eltern das nicht mitbekommen, dass das eigene Kind mit 13 Jahren starke Drogen nimmt? Doch, ich hatte auch, meine Mutter war nie da. Meine Mutter war psychisch krank und war immer wieder weg. Und ich bin in Pflegefamilien aufgewachsen. In mehreren Pflegefamilien? Ja. Wieso kam immer ein Wechsel? Weil sie anscheinend nicht eine für mich gefunden haben, was sehr unverantwortlich war, vor allem, weil ich klein war. Es war schrecklich, weil ich wusste nie, ob meine Mutter überhaupt wieder zurückkommt. Es war ganz schlimm. Ich war wirklich ein sehr verlassenes Kind. Trotzdem bin ich auf eine gute Schule ganz lange gegangen. Und ja, deswegen gab es da nie irgendwas, bis meine Mutter halt gestorben ist. Kurz davor hat sie mir noch die Wohnung gegeben von früher. Dann konnte ich da wieder zurück hinziehen und ich wohne immer noch dann jetzt da. Und meine Mutter ist, wie gesagt, verstorben, hat sich dann aufgehängt. Mein Beileid. Danke. Was konsumieren Sie heute? Heroin. Heroin und Kokain eigentlich. Also hauptsächlich. Crystal Meth ist hier ja nicht so. Ist das eher in Berlin? Das habe ich auch eigentlich noch nie genommen. Zu MDMA habe ich auch genommen. Ich habe schon alle möglichen Drogen.
selbst die Ex, das für so Husten, Sachen und keine Ahnung was, alles Mögliche. Und es ist auch ein sehr philosophisches Thema auch, immer noch und auch sehr wichtig, weil manche Dinge wirklich mir helfen, so wie Heroin, was ich denke, dass es mir auch gut tun kann. Jeder Mensch kann von irgendwas besessen sein. Ist es jetzt irgendwie Sex oder Geld oder Essen oder was weiß ich. Aber das Heroin hilft mir manchmal einfach wirklich meine Ruhe auch zu bewahren, weil ich eine sehr stark dynamische, starke Person bin und manchmal ist das nicht so einfach mit mir umzugehen. Was sind Ihre Ziele für die Zukunft? Ziele für die Zukunft, Schmerzen zu überwinden, Verständnis und universelle Ordnung einfach wieder herzustellen und die Plätze, wo wir hingehören, nach Hause zu gehen für die Menschen auch, die mir wichtig sind und die auch für immer leben werden. Welche Droge ist die schlimmste Ihrer Meinung nach? Die schlimmste Droge? Salvador Dali. Das ist ein Maler, der lebt auf dem Mars, glaube ich. Sie sind ein großer Kunstfan. Ja. Sie lieben sehr die Kunstwerke von diesem Maler. Ja, es ist, aber Dali ist nicht mein Lieblingsmaler, es ist Egon Schiele, ist mein Lieblingsmaler. Das war damals in Wien auch ein sehr großer Künstler, das ist mein Lieblingsmaler, Egon Schiele. Aber Salvador Dali ist, das ist verrückt, viele kennen ihn, der hatte so diesen Schnurrbart, der hat gemalt, also das war der Wahnsinn, ne? Was malen Sie gerne? Ich male gerne Dave Gahan von Depeche Mode, den Sänger, nackt. Und verschiedene Sachen. Ich habe einen Frosch gemalt. Wenn Sie wieder zurück in die Vergangenheit reisen könnten und der damaligen 13-jährigen Sophie einen Ratschlag geben könnten, was hätten Sie ihr gesagt, sich selbst, damalige 13-jährige? Mit dem Wissen von heute? Ja. Du bist dumm. Ich hätte zu ihr gesagt, du bist dumm und es gibt keine Probleme. Alles ist schon ausgeglichen auf der Welt. Du bist eigentlich immer zu Hause und solltest nicht so sensibel diese Schmerzen empfinden. Meine Mutter überhaupt wieder zurückkommt. Das war ganz schlimm. Ich war wirklich ein sehr verlassenes Kind. Trotzdem bin ich auf eine gute Schule ganz lange gegangen.